Ja, ein Philips-Kaffeevollautomat, der Störung meldete hier. Mal sehen, ob der Fehler sich jetzt nochmal zeigt. Das Gerät haben wir zerlegt, erstmal geprüft, erstmal vieles gemacht. Der Antrieb ist auf die Seite, die Brühgruppe war blockiert, Schale nicht erkannt und ein Mikroschalter. Ja, abbauen in den Gehäuse. 4, ein Antrieb, damit man den zurücksetzen kann oder man zieht den Stecker hinten an der Elektronik und dann macht man das Ganze. Jetzt muss man schauen, dieser Fehler tritt ja nicht immer auf. Erkläre ich gleich, wo das Problem ist. So, Kaffee oder Espresso spielt keine Rolle. Oh mein Kopf! Ja, momentan nicht, aber was passiert oder passieren kann, und das haben wir mehrmals probiert, ist, dass die Schale, wenn sich die Brühgruppe bewegt, ja, mal schauen, lass mal jetzt bis zu Ende laufen, rutscht ja die Schale raus. Natürlich, klar ist die Beschaffenheit des Tisch, oh, klingelt schon wieder, Pause und dann geht's weiter. Okay, sind wir zurück, also Kaffee macht sie. Ja, sieht gut aus, okay. Also, da rutscht ja die Schale, also ich kann ja, weiß nicht, wie ich das, total leicht raus. Ne? Also hält ja ganz wenig und dann, hier zeigt er, hier, wenn die Störung kommt, bedeutet jetzt, man hat die Schale drin und funktioniert nicht mehr, weil die Brühgruppe sich verkannt hat. Und so weiter und so fort, weil die Schale nicht eingesetzt werden kann und pipapo. Also hier unten sind, ja, jetzt kann man das sehen, auch nicht, sind ja hier zwei Einraster, also hier rastet die Schale ein, hinter diese kleinen Öffnungen, man kann ja dort sehen, die sehen auch nicht mehr ganz schön aus, leicht. Ja, abgenutzt hier vorne, abgerundet oder so. Und die greifen. Moment, die Schale leer machen. Die greifen hier ein. Und da sind die zwei Haken. Und machen hier den Eindruck. Hier habe ich übrigens einen anderen, neuwertige. Ja. Dass sie einfach zu klein sind. So, jetzt nehme ich die Schale, die von einer anderen Maschine stammen. Ja, also, dann sieht man etwas straffer. Ne? Und hier. Ist etwas straffer. Und wenn man die hier nimmt, dann ist die Schale, der Plastikteil, das ist total eine weiche Plaste. Das ist ein perfekt verarbeitetes Ding. Alles weiche Plaste, auch der Wassertank. Und ist klar, bei denen, was die kosten. Ne? Und hier müsste man halt, ist ja kaum noch Widerstand. Also es ist nur tischmäßig, wenn man minimal hochhebt. Das Ganze, dann rutscht ja fast von alleine rein und raus. Und danke, tolle Taschenlampe. Akku leer nach. Ja, nutzen sich auch aus. Alles geht kaputt eben, ne? Also, wie das überhaupt? Ne, wenn ich hier hochhebe, habe ich trotzdem einen besseren Widerstand. Es kann ja sein, dass dieser Kunststoff hier, ja, sich total weich, dass es sich irgendwie verzogen hat durch die Wärme, die Heißwasser und so weiter, und entsprechend, ja, müssten die hier erwärmt werden, also folgendes machen, erwärmen und von der anderen Seite nach außen schieben, so damit hier eine bessere Haltung entstehen kann.
Ja, das mache ich jetzt. Dafür nehme ich meine Heißluftpistole und dann schauen wir nach, wie sich das anschließend auf das Gerät auswirkt. Also wenn ich denn da so stehen bleibt, dann geht ja natürlich nicht lange gut. Also versuch mal hier nachzumachen. Gut aufpassen, nicht von außen. Und jetzt lässt ja mir meine kleine Hakenbindung von innen kurz halten. Und wenn das Material weich ist, das muss man halt spüren, hier wieder mit dem Finger reinrücken. Und das kann ich nicht alles aufnehmen hier. Nach außen drücken und halten, bis er gehärtet ist. Ja, es brennt am Finger. Ich tue mal so, also nicht nachmachen. So, und dann sieht man jetzt, ist eine kleine Beule entstanden. Das war ich auf anderen Seiten. Ja, also so nach dem Motto. Ja, ich muss mal ein bisschen Erfahrung mit der Kunststoffe haben, sonst etwas kaputt. Hier ist ein bisschen am Rand quasi, also habe ich Materialstärke durch den Winkel. Ich überwinde mich, ich mache ein bisschen Härte reingehen und auch mit dem Finger und warten, bis er härtet und das brennt. So, ja, könnte ich später irgendwann mal. So, jetzt habe ich meine Schale an der Stelle leicht bearbeitet. Dann bauen wir das ganze Zeug wieder zusammen. So, wie es sein soll. Und dann das hier dazu. Und dann schauen wir nach. Aha, jetzt hat Klack nach unten. Und dann ist... Müsste mal halt probieren zu Hause, also sieht man schon am Finger, wie sie ist viel fester als vorher. Ne? Also ich gehe davon aus, dass jetzt die Schale drinnen stecken bleibt und nicht mehr den Fehler verursacht. Ja, machen wir wieder einen Kaffee. Wie gesagt, der Hersteller hat auch nochmal zu dem Preis das Gerät geboten und die Kunststoffe sind lebensmittelkonform und vermutlich weich und vermutlich deswegen kommt man zu dem Problem schon hier. Ja, wenn sich das Antrieb verstellt deswegen und versucht wie hier die Brühgruppe mit Gewalt rauszunehmen, was der Fall war, ist natürlich noch mehr kaputt gegangen, aber das ist jetzt nicht das, was man als erstes machen könnte, im Falle, wenn die Brühgruppe klemmt und die Störung erhalten bleibt und der Schalter defekt und das Ding dreht nicht mehr und so, da muss ja klar in der Werkstatt. Ne? Gut, okay.